Wir haben uns heute mit der ersten der vier großen Thesen im Römerbrief beschäftigt. Diese These lautet: Der Zorn Gottes ist ausgegossen über die ganze Menschheit. Und der heilige Paulus zeigt im Weiteren, warum das so ist. Und er sagt: Der Grund für den Zorn Gottes, der über der Menschheit lastet, das ist die Universalität der Sünde. Die Sünde hat sich über alles ausgebreitet, zeigt, wie das begonnen hat. Es hat begonnen in der Ablehnung Gottes. Es hat den Schritt gemacht über die Sexualität. Es ist hineingefallen in alle möglichen und unmöglichen Sünden. Das hat sowohl die Juden betroffen als auch die Heiden. Und beide sind voll schuldfähig, weil jeder Mensch, ob Jude oder Heide, hat in sein Herz eingeschrieben, die Erkenntnis Gottes und als Konsequenz davon die Erkenntnis der Sünde. Darum sind sie alle zu verurteilen. Und nachdem der heilige Paulus das ganz kurz gesagt hat, dann beginnt er mit gewissen Einwänden. Und da war zum Beispiel ein Einwand, der sagt: Aber ja, es ist so, dass die Menschen die Sünde nicht mehr verurteilen, sondern sogar loben. Und dann kommt der erste Einwand: Nein, ich nicht. Ich verurteile die Sünde. Und der Paulus sagt: Bravo. Dann verurteilst du dich selber gleich auch mit. Und dann kommt der nächste Einwand: Ach, übertreib doch nicht so, lieber Paulus, du siehst das alles ein bisschen zu schwarz. Positiv denken. Und der Antwort: Gott ist doch nicht permanent zornig. Ab und zu scheint ja auch noch die Sonne. Und da antwortet der Paulus: das schon, wir fühlen die Barmherzigkeit Gottes und seine Langmut, denn sie öffnet uns den Raum zur Umkehr. Das ist die Langmut, die wir ergreifen können, wenn wir denn das wirklich tun wollen. Und dann kommt der dritte Einwand, ein impliziter Einwand, also wo der heilige Paulus vorausgehend noch gesagt hat, er gibt uns Raum, auch jenen, die Gott nicht gekannt haben, auch die können sich umkehren, die Heiden und so weiter, die das Gesetz im Herzen haben. Und da kommt der Einwand: schon, Heiden schön und recht, aber ich bin ein Jude, was ist mit den Juden? Und dann sagt der heilige Paulus: Ja, mit den Juden ist das genau das Gleiche wie mit den Heiden. Alle sind hohl, die Heiden so hohl wie die Juden, hohl in nichts. Die Hülse ist verschieden und entschieden, also das Entscheidende, das Wichtigste ist das Innere. Und jüdisch hohl oder heidnisch hohl, das ist alles ganz genau das Gleiche. Und da kommt der offensichtliche Einwand: Ja, aber wenn das so ist, lieber heiliger Paulus, was hat denn der Jude überhaupt noch voraus? Warum gibt es denn überhaupt einen Juden? Und die Antwort ist: sage ich es ein bisschen anders, mit dem Juden hat Gott die Erlösung in Christus trocken durchgespielt. Also, das genau hat er gesagt. Oder wie es der Paulus sagt, er hat ihnen die Worte Gottes anvertraut. Worte und anvertraut, Pistis und Logos. Also sagt er, das ist der Grund für die Juden. Das ist auch der Grund für das Alte Testament. Und das ist der Grund, weil Paulus am Anfang des Römerbriefs sagt: Ich verkündige euch das Evangelium, das von den Propheten verkündet wurde. Darum ist das Alte Testament so wichtig für die Alten und für die Neuen. Und damit kommt schließlich der heilige Paulus zum letzten Einwand, der da sagt: Also, da muss ich den vorhergehenden Einwand raushalten. Also, die Juden sind jene, die die Worte Gottes empfangen haben. Und ihre Untreue hat diese Worte nicht zunichte gemacht. Denn die Religion
ist nicht Menschenwerk und Menschentreue, sondern Gottes Werk und Gottes Treue. Und denn wenn es Menschenwerk und Menschentreue wäre, dann wäre wirklich alles Ratzeputz verloren. Aber Gott in der Verlorenheit des Menschen triumphiert Gott. Und dann kommt der letzte Einwand und sagt, das ist interessant, jeder leistet seinen Beitrag. Ich gebe die Sünde und Gott gibt die Erlösung. Das gibt mir einen neuen Mumm zum Sündigen nicht, weil ja Gott das alles zum Guten wendet. Und da sagt der Paulus, eher kurz beseitigt er diesen Einwand. Nein, so kann man es nicht sagen. Warum sagt es hier nicht länger? Weil er das sehr deutlich später noch ausführt. Nicht dir, die ihr der Sünde gestorben seid. Aber das versteht ihr jetzt nicht, wenn ich euch das sage. Römer 6. Ihr, die ihr der Sünde gestorben seid, wie könnt ihr noch in der Sünde leben? Aber um zu wissen, dass wir in der Sünde gestorben sind, müssen wir noch ein bisschen weiterlesen. Darum beantwortet er hier nicht. Er sagt einfach nein. Und da kommt er zur Zusammenfassung, das ist dann schon der Abschluss dieses Teiles, dieser These. Also summa summarum sagt er, was nun? Haben wir irgendetwas voraus? Durchaus nicht. Wir haben ja Juden und Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde stehen. Wie geschrieben steht, es gibt, und jetzt kommt diese berüchtigte Stelle, es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen einzigen. Da ist kein Verständiger, keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen, allzumal verdorben. Keiner ist es, der Gutes täte. Auch, er ist immer noch nicht fertig, auch nicht ein einziger. Und das sind nicht Worte des Paulus, das sind Worte des Alten Testamentes, Psalmen an dieser Stelle. Weiter, noch nicht fertig. Ein offenes Grab ist ihre Kehle. Sie üben Trug mit ihrer Zunge, Natterngift ist unter ihren Lippen. Zeig mal. Ihr Mund ist voll von Fluch und Bitterkeit. Schnell sind ihre Füße zum Blutvergießen. Vernichtung und Unheil ist auf ihren Pfaden. Den Weg des Friedens aber haben sie nicht erkannt. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Also das nimmt kein Ende. Das nimmt kein Ende. Und damit entspricht das Ende dem Anfang. Der Zorn Gottes ist ausgegossen über alle Ungerechtigkeit des Menschen. Da könnte man noch sagen, ja vielleicht nur über die Ungerechtigkeit, aber es gibt ja auch noch die anderen. Und hier wird ratzeputz jede Möglichkeit des Entkommens aus der Pistis Christi zunichte gemacht. Nein, es gibt nur einen Heilsweg. Und dieser Heilsweg ist Christus. Deine Tricks mit deinen angeblichen guten Werken, die kannst du dir abschminken, denn der Weg wird dich nicht zum Ziel führen. Wir wissen aber, 19, dass alles, was das Gesetz sagt, denen gilt, die unter dem Gesetz stehen. Also, nach dem, was hier gesagt wurde, sind wir alle am Schafott. Und das Messer hat unseren Hals schon zur Hälfte abgetrennt. Und die nächste Hälfte kommt in den nächsten Minuten. Und jetzt reißt plötzlich der Paulus am Seil und hält dieses Messer auf. Sagt, Vorsicht, Vorsicht. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, denen gilt, die unter dem Gesetz sind. Solange wir unter dem Gesetz sind, und das sind wir zunächst einmal, sind wir verurteilt. Aber so soll jeder Mund verstummen und die ganze Welt vor Gott schuldig sein. Das sind wir auch. Denn ihr habt gedacht, ja, es heißt in den 10 Geboten, heißt es, ja, wenn man einen umbringt, so mit dem Messer, dem Gewetzten in den Hals stecht, bis er verblutet. Aber das mache ich ja nicht. Es gibt ja viel Schlimmere als ich so im Großen und Ganzen. Und da kommt diese blöde Stelle in der Bergpredigt, Kapitel 5, wo es heißt, ja, den Alten wurde gesagt, tötet nicht, ihr aber. Wenn du deinem Mitbruder Dummkopf sagst,
dann hast du ihn umgebracht. Also, das ist einfach, das ist schon nicht nur Paulus, das ist auch Jesus, der macht genau das Gleiche. Der zwingt die Leute regelrecht in ihre Sünde hinein. Da wird jeder Ausweg, jeder Trick, jeder Versuch, dem zu entkommen, wird radikal Ratzeputz abgewürgt. Wenn du irgend der letzte Versuch, dich zu rühmen, der wird mit Rattengift niedergewürgt. Versteht ihr? Keine Chance. Es gibt kein Rühmen in dieser Zeit. Ich rühme mich Christi, dann sagt der heilige Paulus. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerecht. Es gibt keine Möglichkeit, sich in den Himmel zu retten mit dem, was der Mensch macht. Also sonst ist Christus für bestimmte Leute nicht gestorben. Unnötig, unnötig, weil ich habe doch Gutes gemacht, Schlechtes, aber auf der Waage überwiegt das Gute, folglich soll sich Christus einem anderen zuwenden. Ich habe meine Sache im Trockenen. Die ewige Versuchung, insbesondere des Katholiken, der Protestant hat seine eigenen Tricks, wie er das eigentlich ähnlich sagt, aber beim Katholiken war das wirklich so, ja und so, und ich habe da meine Gebete zum heiligen Simon Stock gemacht, und wenn man da diese Vaterunser betet, dann wird man sicher gerettet und so, ja, dann bist du kein Christ, dann bist du ein Stockist. Also so kann es nicht sein, so kann es nicht sein. Lernt man doch erst durch das Gesetz die Sünde kennen. Ja, richtig. Das ist, was der Paulus später noch wiederholen wird. Nicht? Warum ist das Gesetz gebracht worden? Denn unter der Sünde waren auch jene vor dem Gesetz. Das Gesetz, das ist die Zunder im Feuer, nicht? Dann merkst du erst, was du alles falsch machst. Und weil er es mit dem Moses nicht gemerkt hat, da ist Christus gekommen, poink, die viel gepriesene Bergpredigt, schlägt euch um die Ohren und dann merkt ihr erst recht, was für Gauner ihr seid. Also jeder redet über das Evangelium, nicht? Jeder redet über die Bergpredigt, jeder redet über Jesus und jeder hütet sich, das Zeug zu lesen. Denn wenn ihr glaubt, dass das Alte Testament scharf ist, dann lasst mal die Finger vom Neuen. Also euch wurde gesagt, reißt das Auge aus. Wenn dich das Auge stört, reiß es aus. Hat euch das Auge noch nie gestört? Welcher Körperteil hat euch überhaupt noch nie gestört? Der Rücken, der lädt zum Schlafen ein, der Bauch zum Essen, nicht? Der Kopf zum blödes Denken, die Hände zum Unsinn tun und die Füße zum in die falsche Richtung fahren. Augen abhacken, Augen aushacken, wenn es dabei bleiben würde, alles abhacken, da bleibt gar nichts mehr übrig, wenn man das zu Ende denkt. Genau so, also mit der gleichen Schärfe, mit der Paulus redet, spricht Christus. Wirklich mit der gleichen Schärfe, da passt kein Blatt dazwischen, wie einer sagte von anderen zusammen. Gut. Also, damit ist die erste These deutlich abgeschlossen. Und diese These, solange man diese These nicht verstanden hat, noch besser, wenn man sie innerlich nachvollziehen kann, solange man das nicht kann, wird es ganz schwierig sein, die zweite These zu verstehen. Ganz schwierig. Also es muss ganz klar sein, welchen Schaden die Sünde in der Welt, in meinem Leben anrichtet, was das für eine Konsequenz hat bei Gott. Gott kann es mit der Sünde nicht. Mein Lieblingsspruch, Gott hasst den Sünder. Also es gibt, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich habe es in meinem Kopf gehabt, wieder vergessen, habe es verdrängt. Es gibt jene Menge Stellen in der Bibel, die sagen, dass Gott den Sünder hasst. Aber gibt es eine Stelle, die sagt, dass Gott den Sünder liebt? Den Sünder als Sünder lieben? Den Kinderschänder als Kinderschänder lieben? Den Völkermörder lieben? Teufel, der Teufel liebt die Sünder, nicht? Der liebt doch die Sünder. Der liebt die Verbrecher. Ja, und da kommt diese windelweiche Unterscheidung zwischen Sünder und Sünde. Als ob der Sünder da ist und die Sünde im Kühlschrank oder in der Westentasche oder ist die pulverisiert worden, ist die vergeistigt. Ja, also ich sage es nicht gerne, weil das ein Großer ist und dem ich nichts Böses eigentlich nachsagen möchte. Augustinus, glaube ich, hat diesen Unterschied gemacht. Ist das ein Unterschied, der rein und einzig im Kopf ist, nicht in der Realität?
Weil in der Realität gibt es nicht einen Sünder, der getrennt wäre von seiner Sünde. Die Sünde ist ein Teil von mir und macht mich zu dem, der ich bin. Das ist unmöglich. Aber alle Sünder. Ja, das habe ich ja nie abgestritten. Habe ich ja nicht. Also dann hasst du uns Gott. Natürlich, als Sünder hasst du uns. Ich kann ja nur wiederholen, was ich schon mal 100-mal gelesen habe. Gottes Zorn. Ja, er ist sogar zornig auf uns. Gut, es gibt Zorn, es gibt Hass, es gibt verschiedene Beispiele. Ich kann die Stellen mal zusammensuchen im Alten Testament. Der Psalm sagt das auch. Gottes Zorn enthüllt sich vom Himmel her über die Gottlosigkeit und Gerechtigkeit des Menschen. Es gibt, habe ich kurz heute Morgen schon geredet, es gibt einen einzigen Menschen. Ja, sagen wir mal einen, vielleicht gibt es einen zweiten, aber ich fokussiere mal auf einen einzigen Menschen, wo Gott gesagt hat, doch, der gefällt mir. Ich weise ganz deutlich darauf hin, bei der David der Halunk. Ja, das ist wirklich ein Halunk. Und zu Recht, also wenn ihr Dodi, ja, David, ja, aber ach so, deshalb. Wenn ihr das Richterbuch lest, da kommt diese Stelle, wo die Leute sagen, oder Samuel glaube ich schon, wo die Leute sagen, wir möchten einen König. Und dann ist, glaube ich, der Samuel dahinter und sagt, du, überleg dir das zweimal. Und die Bibel kritisiert das, die sagt, ihr wollt einen König, weil ihr mich, Gott, nicht mehr als König haben wollt. Das Königtum des Alten Testamentes ist ganz eindeutig eine Dekadenzerscheinung. Also das ist eine, gewissermaßen eine Strafe Gottes, gewissermaßen ein Katalysator in den Abgrund hinein. Und das muss man sich auch bedenken, wenn Christus gesagt hat, König der Juden. Da hat er die ganze Dekadenz des Volkes in das Kreuz hineingepackt und durch die Auferstehung erlöst. Also das kommt noch hinzu. Aber es gibt einen, also ich habe das heute Morgen diskutiert mit jemandem über diese Schöpfungstage. Es gibt den ersten Schöpfungstag und den zweiten bis zum sechsten. Der siebte gehört eigentlich auch noch dazu. Und die sind parallel. Also der erste Tag, zwei, drei, ist parallel mit dem vierten Tag. Und der zweite mit dem fünften und der dritte mit dem sechsten. Und jeweils am Ende dieser Parallelitäten wird immer gesagt, es ist sehr gut. Aber am Ende des sechsten Tages, wo auch sehr gut gesagt werden müsse, wird spezifisch zu diesem Tage nicht gesagt. Als der Mensch geschaffen wurde, wird nicht gesagt, es war sehr gut. Es wird gesagt, alles war sehr gut, weil damit die sechs Schöpfungstage abgeschlossen sind. Und das stimmt auch, weil es sehr gut ist, aber es ist sehr gut, nur im Lichte des Neuen Testamentes. Und nachher beginnt ja sofort die Sünde. Also Kapitel 2, 3 ist schon die Sünde los und dann geht es weiter mit Sünde nach Sünde. Also 3 ist die Sünde von Adam und Eva, 4 ist die Sünde von Kain und Abel, 5 ist der ganze Rattenschwanz von Kain-Nachkommen, die da verrückt spielen, der Henoch und der Lamech, am Rande noch der Seth mit dem Enosch und der Verehrung des Jahwes. Also da geht es Schlag um Schlag. 6 sind die Menschen, die Göttersöhne und die Menschentöchter, die heiraten und die Sintflut produzieren. Dann 10 ist es der Sohn des Noah, der Cham, der den nackten, besoffenen Vater, auch nicht unbedingt ein Bild der Tugend. Nicht, wenn der Vater stockbesoffen und splitternackt im Zelt liegt, na, auch nicht unbedingt ein großer Aufstieg der menschlichen Kultur. Und 11 dann die ganze Geschichte mit dem Turmbau zu Babel. Also, und dann vorausgehend zu sagen, alles ist super gut. Also das würde ich Gott nicht zutrauen. Die Güte, die ausgesprochen wird über den Menschen, ist dort, wo der Mensch aus der Taufe am Jordan hinaufsteigt. Da kommt die Taube, die bei der Sintflut des Noah verloren gegangen ist. Die letzte Taufe schickt draußen, ist weg. Ich sage ja, die musste fliegen zum Jordan und hat dort gewartet auf die Taufe Christi und dort ist sie herabgestiegen und gesagt, das ist mein Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Oder verdeutscht, der ist gut. Dort wird's nämlich gesagt. Und darum ist das die Linie, die vom Alten ins Neue Testament geht. Somit sind wir also an das Ende gelangt, an das Ende der ersten These. Noch einmal,
Der Zorn Gottes ist über alle Menschen wegen der Sünde. Der beginnt mit der Leugnung der Gottes, geht über den Sex hinein in alle möglichen Sünden. Das trifft den Juden gleichfalls, so wie den Heiden, und schließt alles in die Sünde ein. Und dieses einzige Sündenpaket ist dann das Weihnachtsgeschenk, das wir dem neugeborenen Kind in der Krippe bieten. Und es wurde in die Krippe gelegt, nicht? Denn er ist es, der die Krippe seines Meisters kennt. Also damit sind wir jetzt mit der nächsten These bereit, weiterzulesen. Und diese nächste These ist in 3,21. Also das ist so auch eine gewöhnlich solltet ihr nur die Kapitelzahlen lernen. Ich warne euch davor, Verszahlen zu lernen, weil das bekommen die meisten nicht hin. Aber so Idiotenverszahlen wie die könnt ihr also schon lernen. 3,21. Was käme nachher? 0. Also 3,21. Kann man sich das merken? Würde ich ohne Probleme. Die können auch viel Verrückteres merken. Warum du nie Medizin studiert hast? Also. Also, 3, 2, 1 ist die zweite These, jetzt die Lösung. Also, nachdem ihr einen ganzen Vormittag in der Hölle gebratet habt, auf beiden Seiten, ihr wurdet in der Hölle, Piekla, ihr wurdet gekocht, jetzt werdet ihr serviert. Oder nein, wieder rausgeholt, erneuert. Und die These, ganz überraschend, aus heiterem Himmel, wie ein Blitz, der vom Himmel fällt, heißt es jetzt, jetzt aber. Jetzt aber. Ich habe das jetzt aber sogar angestrichen in meiner Bibel. Also jetzt aber, was kommt jetzt? Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetze Gottes. Gerechtigkeit, die vom Gesetz und von den Propheten bezeugt wurde, offenbar geworden. Was? Jetzt hat Paulus die Welt schwarz angemalt, wie man schwärzer nicht mehr malen können. Also das sieht jeder katholische Priester dagegen wie weiß aus. Nicht? Und plötzlich sagt er, doch, das kippt völlig von einer Sekunde auf die andere. Jetzt aber offensichtlich das Kommen Jesu Christi oder wie es der Galaterbrief sagt, die berühmte Stelle in 4,4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Womit war die Zeit erfüllt? Oh ja, sicher nicht mit der Gnade, nicht. Als die Zeit mit der Sünde so rappelvoll war, dann ist die Gelegenheit gekommen, etwas anderes sich einfallen zu lassen. Unabhängig vom Gesetz Gottes, das heißt unabhängig von der Tat des Menschen. Na, das müssen wir ganz lutheranisch festhalten. Völlig unabhängig von der Tat des Menschen. Gerechtigkeit, und zwar nicht eine neue Gerechtigkeit. Nein, genau die Gerechtigkeit, die vom Gesetz und von den Propheten vorhergesagt wurde. Also das Gesetz redet nicht darüber, wie der Mensch mit einigen Tricks und Kniffs doch noch mit eigener Kraft heilig werden kann und sich aus dem Sumpf herausziehen kann, wie der Freiherr von Münchhausen am eigenen Haarschopf. Also einige unter euch hätten das sehr schlechte Karten, nicht? Also nicht darum geht es. Offensichtlich hat das, es geht noch so knapp. Also die Gerechtigkeit des Alten Testamentes ist die Gerechtigkeit des Neuen Testamentes. Nur ist die Gerechtigkeit des Alten Testamentes Jesus Christus. Davon redet Moses, davon reden die Propheten von Jesus Christus. Lies mal das Alte Testament mit Blick auf Jesus, das sieht ganz anders aus. Im Blick auf die Kirche, im Blick auf die Gnade, die Schöpfungstage zum Beispiel, den Abraham, den Noah, der die Kirche durch die Fluten fährt, das beginnt richtig zu leuchten. Sonst versinkt ihr ständig in irgendwelche altorientalische Mythologien. Ah, 6 Tage Werk, stand schon in Emuna, Emua.
Emunaelisch. Emunaelisch stand schon in Emunaelisch, sowas. Auf jeden Fall in den babylonischen Schöpfungsmythen, da hat wohl jemand abgeschrieben, Bibel-Babel-Streit, um Gottes Willen, das ist ja gar nicht Gottes Wort, das ist einfach nur aufgekochtes mythologisches Zeug und so weiter. Nein, das geht es nicht. Es geht darum, in den Zeilen des Alten Testamentes die Gerechtigkeit herauszulesen, die Christus ist. Gottes Gerechtigkeit aber, eben Gottes Gerechtigkeit, bisher haben wir immer gedacht, Menschengerechtigkeit. Bisher haben wir immer gedacht, ja, der Prediger hat so schön gesprochen, aber da kommt immer die letzte Frage, nicht, was muss ich machen? Was muss ich machen? Er hat so schön über Gott gesprochen, aber hätte es auch bleiben lassen können, denn unter dem Strich muss ich einfach eine Handlungsanweisung haben. Ja, was willst du machen? Ja, sündigen, auch wenn du es nicht willst, nicht? Aber du musst dich verbinden oder sich verbinden lassen mit dem Handeln Christi, das ist der Ausgangspunkt. Also Gerechtigkeit Gottes aber aus dem Glauben, jetzt steht bei mir, aus dem Glauben an Jesus Christus für alle Glaubenden. Wieder dieser Doppelausdruck Glauben für Glauben. Wann hatten wir den schon einmal? Wo hatten wir den? Das Evangelium ist eine Gotteskraft zum Heil, 1,16, für jeden, der glaubt, nein, dort nicht, nein. 1,17, nächster Vers. Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zu Glauben. Richtig übersetzt aus Treue, auf Christus bezogen, zum Glauben auf Menschen. Hier das Gleiche. Aber eben meine Übersetzung wird mich komplett wiederum in die Irre führen. Aus dem Glauben an Jesus Christus steht aber nicht im griechischen Text. Es steht im Text aus der Pistis Jesu Christu. Aus der Pistis Jesu Christi. In anderen Worten, aus dem Glauben, aus dem Kreuzestod Jesu Christi für alle, die diesen Kreuzestod angenommen haben. Und die Annahme dieses Kreuzestod ist nicht eine moralische Kraftanstrengung dessen, der sich selber von der Wahrheit einer Ideologie überzeugt. Das ist zu wenig, das ist eindeutig zu wenig. Dann hätte man doch im letzten Punkt das Werk des Menschen hineingebracht. Dass diese Übertragung der Pistis Christi in den Menschen, die geschieht in der Taufe, unverdient, als wir noch Sünder waren, wie der Paulus später sagen wird. Es gibt eben schon eine innere Veränderung des Menschen durch die Sakramente und da hat der Luther Probleme, weil er ein Moderner ist. Von Ockham her kommt, aber vielleicht werden wir darüber sprechen. Also, wenn ihr eine Bibel dabei habt, korrigiert das. Gerechtigkeit aus dem Glauben, aus der Pistis, aus der Treue Jesu Christi für alle Glaubenden. Es gibt ja keinen Unterschied, denn alle haben, für alle Glaubenden, Juden und Heiden, das ist keine Stammesreligion mehr jetzt, das ist eine Weltreligion. Weil sie nicht mehr auf ein bestimmtes Volk, sondern auf die ganze Menschheit sich ausrichtet. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Sie werden nun durch seine Gnade ist, wenn Gott handelt, aufgrund der Erlösung in Christus Jesus geschenkweise gerechtfertigt. Also vor 5 Minuten waren sie noch in der Hölle. Und plötzlich sagt der Paulus, jetzt aber hat einer mit einem Geniestreich gemacht, was die ganze Menschheit nicht hat machen können. Er hat sich zum Menschen gemacht, ist Mensch geworden und hat die Sünden aller Menschen auf sich genommen und hat die Menschheit erlöst. Immer in der Unterscheidung Antezedenz und Konsequenz, immer in der Unterscheidung der Vorwegnahme der Erlösung und der Realisierung der Erlösung im einzelnen Menschen. Nein, Zustimmung brauchst du nicht. Also, das ist zum Beispiel so super gefährlich mit dem Satz, den oft die amerikanischen Protestanten sagen.
hast du Christus erwählt als deinen Erlöser? Das ist... Also gut, das ist noch die tiefere Variante. Das ist noch die tiefere Variante, wenn Sie erlebt haben. Aber früher, did you choose Christ as your Savior and whatever? Did you choose Christ? Als Gegenstück zum Wort des Johannesevangeliums, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Darum ist eigentlich die Kindertaufe etwas ganz Richtiges. Wirklich ganz. Gut, ohne zu leugnen, dass es auch dort Probleme gibt, vor allem wie sie heute gespendet wird. Aber die Kindertaufe in einer gläubigen Gemeinde ist der schönste Ausdruck dessen, dass wir erlöst wurden, bevor wir sogar bei Verstand waren. Denn das ist reine Gnade, reines Wirken Gottes, ohne jede Zustimmung des Menschen, der nur sein Erbsündlein, es wird dann schon noch wachsen, aber im Zeitpunkt der Taufe, wenn das Kind ein paar Tage alt ist, das Erbsündlein zur Taufe bringt. Also, zwei Sachen müssen wir uns merken. Die erste Sache ist die erste These, die ist in 1,18. Ja, 1,18. Und die zweite Sache, die wir uns merken müssen, ist die zweite These, die beginnt in 3,21, wo wir geschenkweise gerechtfertigt werden. Der Mensch wird nach seinen Taten gerichtet. Erinnert euch, dass der Paulus das gesagt hat. Der Mensch wird nach seinen Taten gerichtet. Wisst ihr nicht da, gemäß deinem Starrsinn und dem unbußfertigen Herzen häufst du dir Zorn auf den Tag des Zornes, der Offenbarung des Gerichtes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Mit anderen Worten, wir sind verdammt mit 2M. Das ist die Ausgangslage. Jetzt aber, 3,21, den Verdammten, die im Schatten des Todes waren, Benediktus, Lukas Evangelium, ist ein Licht erschienen. Und da geht es dann weiter. Ihn hat, ja, jetzt kommt diese Stelle, was ist für Zeit, das werde ich euch ein anderes Mal erklären. Jetzt wird erklärt vom Alten Testament, wie das konkreter, genauer geht. Und das ist in 3,25 bis 26. Das könnt ihr bis morgen lesen, wenn ihr Lust habt. Vermutlich habt ihr keine Lust. Und dann werde ich es euch morgen vorlesen. 3,25 und 26. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.